Willkommen bei PointCap, EasyPoint Cloud Processing. Der erweiterte Importer gestattet es, die Scans eines PointCap-Projekts individuell zu verwalten. Damit können wir auch ein bestehendes Projekt zum Beispiel um neuere Scans erweitern. Danach entscheiden Sie, welche Ihrer bereits bestehenden Arbeitsergebnisse automatisch aktualisiert werden sollen. Wir nutzen das Beispielprojekt Villa von unserer Download-Seite. Ein PointCap-Projekt haben wir daraus bereits zuvor aus den Scans der Villa von innen erstellt. Wir öffnen nun die entsprechende PointCap-Projektdatei. Schnell wie gewohnt öffnen sich die Standardansichten und Sie können sich so sofort orientieren. Mit der Taste P blenden wir die Darstellung der Scannerpositionen aus. Über das Menü Registrierung starten wir den erweiterten Importer. Sie erkennen sofort die Übersicht über alle bereits eingelesenen Scans. Diese können wir hier einzeln verwalten. Mit Rechtsklick auf einen Scan sehen Sie alle Möglichkeiten. Die Vorschaubilder zeigen die Panoramaansicht von der Scannerposition aus. Sie können jedes Panorama auch öffnen und genauer betrachten. Bei Bedarf können Sie die Panoramen auch in voller Auflösung als Bild speichern. Wir möchten jetzt weitere Scans zu unserem bestehenden Projekt hinzufügen. Die Daten befinden sich im Projektverzeichnis Villa Outer unseres Beispielprojektes. Wir wählen die Projektdatei des Scanners aus. Alle Scans wurden bereits zuvor zusammen registriert. Wir fügen nun die neuen Scans in unser Projekt ein. Nach weniger als 10 Minuten Arbeits- und Berechnungszeit steht uns das Projekt mit 41 Scans und ca. 900 Millionen Punkten vollständig zur Verfügung. PointCap hat unsere Standardansichten sofort automatisch aktualisiert. Mit Doppelklick vergrößern wir die Standardansicht von links. Alle drei Standardansichten beinhalten jetzt auch die neu hinzugekommenen Scans. Das heißt, die Außenmauern der Villa und das Gelände. Alle selbst erstellten Auswertungen versetzt PointCap in den Änderungsmodus als Zeichen dafür, dass sie aktualisiert werden können. Wir möchten dies jetzt für die von uns bereits zuvor erstellte Schnittansicht tun. Wir duplizieren sie, um Ihnen später den Vorher-Nachher-Vergleich zeigen zu können. Unter Scanner-Positionen sehen wir, welche Scans für diese Ansicht ausgewählt sind. Wir aktivieren die neu hinzugekommenen Positionen. Die Farbcodes von Blau über Grün und Gelb bis Rot symbolisieren die Höhen der Scans als Orientierungshilfe für Sie. Wir lassen jetzt alle noch nicht berechneten Jobs neu berechnen. Der Übersichtlichkeit halber schließen wir derzeit nicht benötigte Fenster. In kürzester Zeit sind alle Ansichten aktualisiert. Wir öffnen sie mit Doppelklick. Der Vergleich zeigt uns in der neuen Ansicht, wie erwartet, die Innen- und die Außenwände aus den neu hinzugekommenen Scans. So funktioniert's. Die Beschreibung aller Funktionen finden Sie in unseren übrigen Videotutorials oder auf unserer Webseite. Mit Fragen oder Erfahrungen zu Ihren Projekten wenden Sie sich bitte jederzeit gern an unseren Support.